www.kindernetz.de. Ihr fragt euch vielleicht, was ich hier mache. Also, ich erkläre es euch. Ich bin hier im Münsterland. Das liegt ganz, ganz im Westen von Deutschland. Ich habe diesen Ballonflug hier im Preisausschreiben gewonnen. Dabei ging es natürlich um Tierfragen. Klar, dass ich da alles wusste. Schließlich bin ich der Tierexperte. Ja, es gibt eigentlich keine Frage, die ich nicht beantworten kann. Das hier ist übrigens Stefan, der Ballonführer. Du, wo fliegen wir denn jetzt hin? Olli, wir fliegen nicht, wir fahren mit den Heißluftballons durchs Luftmeer und es geht Richtung Süden. Aha, wieso fahren wir? Wir fliegen doch. Ja, das hat damals mit dem Anfang was zu tun. Man sprach also von der Luftfahrt. Mhm. Und das ist bis heute so geblieben. Okay, dann fahren wir also. Boah, gibt's ja gar nicht. Was ist denn das? Pferde? Ja, ganz viele Pferde sogar. Das ist ja eine riesige Herde. Stefan, hast du die gesehen, die Pferde? Schau mal da unten, ganz viele. Eine ganz große Herde. Du, Stefan, wir müssen jetzt in die Richtung fahren. Also in die andere Richtung. Olli, das wird leider nichts. Wir fahren noch mit dem Wind und nicht gegen den Wind. Ja, dann müssen wir sofort landen. Los, los, runter, runter. Ja, gucken wir mal, ob wir was Gescheites finden zum Landen. Okay, super. Boah, eine riesengroße Pferdeherde mitten in Deutschland. Wo kommen die denn her? Nur schade, dass uns der Wind weggeweht hat von der Herde. Ja, Olli, tut mir leid. Aber beim Ballonfahren bestimmt der Wind nur mal eben die Richtung. Ich werde dich demnächst noch mal anrufen, wenn es über deine Pferde geht. Hey, das wäre super. Vielen Dank, Stefan. Und ich schau dann mal, ob ich den nicht zu Fuß schon erreichen kann. Also, mach's gut. Mach's gut, Olli. Tschüss. Hey, Moment, kannst du mal einen Moment anhalten? Du, ich suche eine Herde Pferde. Die müssten hier irgendwo sein. Ich bin übrigens Olli. Hallo, ich heiße Heinrich. Hier gibt es Wildpferde. Hey, ist ja super. Meine Mutter ist dort. Sie ist Expertin für die Pferde. Boah, das ist ja doppelt super. Eigentlich will ich ja zum Fußball. Aber wenn du willst, bringe ich dich hin. Ja, das wäre ja dreifach super. Also super, super, super. Ja, dann. Du, Heinrich, sind das echte Wildpferde? Ja, echte Wildpferde. Wow. Ist es denn noch weit? Nee, wir sind gleich da. Hey, super! So, da sind wir. Hier leben die wilden Pferde. Wie, Moment mal. Da drin? Aber wenn die hinter einem Zaun leben, dann sind es doch gar keine wilden Pferde. Doch, aber meine Mutter kann dir das viel besser erklären. Komm. Okay. Und dann erzählt mir Heinrich, dass seine Mutter hier als Rangerin arbeitet und zum Beispiel aufpasst, dass niemand der Herde zu nahe kommt. Hallo, Mama. Ach, hallo, Heinrich. Das ist Olli. Huch, hallo, Olli. Ich bin Friederike. Du, der Heinrich hat mir gesagt, dass du dich mit den Wildpferden auskennst. Aber das sind doch gar keine wilden Pferde, wenn die hinter einem Zaun leben. Es kommt ja immer auch ein bisschen darauf an, was man unter wild versteht. Naja, also für mich wäre wild, dass sie frei herumlaufen können. Ja, aber das können sie doch hier. Niemand hindert sie dran. Ja, aber der Zaun. Aber stell dir doch mal vor, die Wildpferde würden in einem Tal leben, das von Bergen begrenzt ist. Ja. Dann könnten sie auch nicht weg und wären begrenzt. Und niemand käme auf die Idee, sie nicht als Wildtiere zu bezeichnen. Ja, aber die Berge sind ja was Natürliches. Ein Zaun ist von Menschen gemacht, wolltest du sagen. Mhm. Das ist richtig. Aber innerhalb des Zaunes, da leben sie dann frei und unabhängig von uns Menschen. Und das ist der große Unterschied zu den Hauspferden. Aha. Wildlebende Pferde kennen zum Beispiel keinen Hufschmied. Die brauchen hier auch keine Hufeisen. Ja, und wenn die Pferde mal krank sind,
Auch dann kommt keiner. Es sind ja Wildpferde. Und die wissen eben noch, was sie fressen müssen, wenn sie zum Beispiel Bauchschmerzen haben oder Durchfall bekommen. Du musst dir das so vorstellen, ja, wie bei anderen wildlebenden Tieren. Der Specht wird ja auch nicht gepflegt oder das Wildschwein wird nicht geimpft. Die können das noch, unabhängig von mir, in der Wildnis leben. Siehste, habe ich dir doch gleich gesagt, dass meine Mutter dir das besser erklären kann. Das Gebiet, in dem die Pferde leben, ist übrigens enorm groß. Genau, so groß wie 700 Fußballfelder. Boah. Und weißt du, der Zaun ist ja auch wichtig, sonst würden die Pferde ja auf die Autobahn laufen können. Stimmt, und das wäre natürlich gefährlich für die ganze Herde. Und für die Autofahrer. Stimmt, für die auch. Also die Pferde mögen ja weder Hufschmied noch Tierarzt kennen, aber dich kennen sie, Friederike. Was genau ist denn deine Aufgabe hier? Ich bin eigentlich gar nicht für die Pferde da, sondern mehr für die Menschen, die die Pferde besichtigen wollen. Und deswegen fahre ich auch sonst öfter hin, um mir einen Überblick zu verschaffen, wo die Pferde stehen. Gerade war ich zum Beispiel dabei, die Fohlen zu zählen. Ah, du meinst, wie viele es sind? Genau. Kein Problem. Du, da kann ich dir helfen. Ich bin sozusagen der weltbeste Fohlenzähler. Moment! Eins, zwei, drei, Moment mal, Moment, den hatte ich schon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, stopp, nicht so schnell, ihr da hinten. Nee, da hatte ich den schon, ich weiß gar nicht genau. Ach, so wird das nix. Nee, Friederike, das wird nix mit dem Zählen. Die halten ja nicht still, die Fohlen. Von unten hat man gar keinen Überblick. Man müsste sie von oben zählen können. Ich muss jetzt los zum Fußball. Tschüss, Heinrich, bis später. Vielen Dank, dass du mich hergebracht hast, Heinrich. Und ich wünsche dir ganz viel Glück beim Fußballspiel. Tschüss. Danke, tschüss. Bitte, gerne. Boah, jetzt sind wir ja schon ganz schön nah an den Pferden. Können wir noch ein Stück näher ran, dass ich die Pferde mal streicheln kann? Noch näher willst du da dran? Mhm. Und auch noch streicheln? Das finde ich ist nicht so eine gute Idee. Das sollen ja Wildpferde bleiben. Und weißt du, je mehr die sich an mich gewöhnen, desto mehr geht auch was von ihren natürlichen Verhaltensweisen verloren. Und die müssen ja lernen, hier draußen selbstständig zu leben. Ja klar, das wollen wir nicht. Die sollen ja schön wild bleiben. Du, wenn die selbstständig sind, wie du sagst, müssen die doch auch sehr genügsam sein, oder? Was mich immer fasziniert, ich finde, es ist total leise hier. Das sind fast 400 Pferde und die stehen alle auf einer Wiese und man hört die gar nicht. Stimmt. Und es gibt auch überhaupt keinen Streit. Und warum ist das so? Ja, die sind schon auch aufeinander angewiesen. Die haben gelernt, sich anzupassen, einzufügen, vielleicht auch manchmal unterzuordnen. Ganz besonders deutlich wird das übrigens im Winter. Je dichter man steht, desto wärmer ist es. Und dazu muss man sich natürlich auch vertragen. Was machen die eigentlich im Winter? Weil, ich meine, einen Stall gibt es hier ja keinen. Wo halten die sich denn im Winter auf, Friederike? Wenn es richtig stürmt und schneit, dann gehen sie in den Wald. Und der Wald ist tatsächlich so etwas wie ihr Stall. Also da stellen sie sich dann auch unter. Du, die Fohlen dort, die sind aber noch ganz schön klapprig auf ihren Beinen. Find überhaupt nicht, dass der klapprig ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch Löwen ist. Wir Menschen können nach einer Woche auch nicht klapprig laufen. Aber für die Pferde ist das ganz wichtig. Etwa eine halbe Stunde nach der Geburt stehen sie auf, weil sonst könnten sie ja auch gar nicht trinken. Stimmt, dann kommen sie ja sonst nicht an die Zitze von der Mama, oder? Genau, und sie müssen dann auch, wenn sie getrunken haben, im Grunde gleich mit der Herde mitlaufen können, wenn Gefahr kommt. Pferde sind Fluchttiere, also der kann so schnell laufen wie seine Mama. Friederike, ist hier irgendwo Wasser in der Nähe? Ja, die Pferde haben eine Wasserstelle. Wolltest du mal hingehen? Ja, na klar. Ja, komm mal mit. Gerne. Huch, was machen die denn da? Baden die? Das ist ganz lustig. Pferde waschen sich nicht im Wasser, Pferde waschen sich im Staub.
Die wälzen sich, guck mal, so wie der da im Dreck, scheuern sich den Schmutz aus dem Fell, stehen auf und schütteln sich sauber. Und das Baden, was du da siehst, das macht denen einfach nur Spaß. Die planschen. Echt? Und dem kleinen Fohlen macht's auch Spaß? Genau, das übt das schon, ne? Das kann das noch gar nicht so gut, so mit dem Huf ins Wasser schlagen. Und schau, es übt sogar das Trinken. Bis jetzt hat es nur Milch getrunken. Und jetzt versucht er, wie Wasser trinken geht. Das schaut sich alles von der Mama ab. Genau. Du, Olli, sollen wir mal ein bisschen so rum, näher zur Herde? Ja, gerne, klar. Guck mal, Olli, da ist unser Chef. Das ist der Hengst der Herde. Und wenn er da so komisch rumläuft und die Nase so ein bisschen über den Boden hält, dann kann er zum Beispiel riechen, welche Stute jetzt gerade mit ihm ein Baby bekommen möchte und welche eher nicht. Du, Friederike, warum zählst du eigentlich nur die Fohlen? Mich interessiert das, wie viele es sind. Und ganz besonders interessiert mich, wie viele Hengstfohlen das sind. Weil die müssen wir im nächsten Jahr alle rausfangen, wenn sie groß sind. Wieso das denn? Ich denke, die Herde ist sich selbst überlassen. Ja, guck mal, Olli, eine Pferdeherde ist so organisiert, es gibt in ihr immer nur einen Chef. Und der ist männlich. Und wenn jetzt seine Söhne erwachsen werden, dann kriegt er Konkurrenz. Und er möchte dann seine Söhne von der Herde wegtreiben. Und es geht ja nicht, weil wir gezäunt haben. Und dann gibt es Streit im Zaun. Alle Hengste, die aus der Herde genommen werden, bekommen dann ein neues Zuhause. Und die Herde kann ja auch nicht endlos größer werden, ne? Weil es ja eben ein eingezäuntes Gebiet ist. Genau, wir müssen auch immer gucken, dass das Verhältnis von Anzahl der Pferde mit der Rasenfläche passt, die wir zur Verfügung haben. Die sollen ja auch satt werden hier ja, draußen. Ja klar, ne? Sonst hätten die ja irgendwann nicht genug Nahrung und dann wäre ja der Fortbestand der ganzen Herde gefährdet. Und daran sieht man schon schön, so richtig wilde Natur hier mitten in Nordrhein-Westfalen, das ist eigentlich gar nicht so einfach. So ganz ohne, dass wir eingreifen, geht es eigentlich nicht mehr. Oh, entschuldige, mein Handy klingelt. Hallo? Ja, ach, Sie sind's. Mhm. Hey, ist ja super. Ja, perfekt. Ja, noch höher geht wirklich nicht. Ich komme so schnell ich kann. Ja, bis gleich. Du, Friederike, ich glaube, jetzt bekomme ich die Gelegenheit, die Herde von oben zu zählen. Ich kann jetzt Ballon fahren. Ach. Mhm. Vielen Dank für alles. Mach's gut. Viel Spaß. Danke. Tschüss. Hallo? Hallo, Friederike, hier ist Olli. Hallo, Olli. Tut mir leid, ich konnte die Fohlen von oben leider doch nicht zählen. Die sehen ja alle gleich aus von hier oben. Du, mach nichts, ich bin gerade fertig geworden. 72 habe ich gezählt. Okay, vielen Dank für alles. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Olli.